So, es kehrt Ruhe ein, wunderbar. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ich darf Sie, ich darf euch recht herzlich auf dem diesjährigen Neujahrsempfang der SPD Aschaffenburg begrüßen. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Manuel Michniok, ich bin der Vorsitzende vom SPD-Stadtverband Aschaffenburg und ich habe dann dieses Jahr das erste Mal die ehrenvolle Aufgabe, euch und Sie hier alle bei uns willkommen zu heißen. Herzlich willkommen auf dem Neujahrsempfang. Schön, dass Sie gekommen sind. Und wie man sieht, der Raum ist sehr, sehr voll. Und ich glaube, dass das natürlich auch was damit zu tun hat, dass wir uns aktuell in sehr spannenden politischen Zeiten befinden. Die Bundestagswahlen haben letztes Jahr im September stattgefunden. Und aktuell befinden wir uns immer noch in der Regierungsfindung. Warum ist das so? Man muss ja feststellen, dass die Sondierungen der Jamaika-Parteien, die irgendwie weitestgehend auf einem Balkon stattgefunden haben, krachend gescheitert sind und nun aktuell die Koalitionsverhandlungen zwischen der SPD und den Unionsparteien stattfinden. Ich möchte an dieser Stelle überhaupt nicht bewerten, ob das nun richtig ist oder nicht, dass die SPD nun wieder für eine große Koalition zur Verfügung steht. Aber einen Punkt, den würde ich hier doch gerne aufgreifen, weil der die letzten Wochen auch immer mal wieder in der Presse zu lesen war. Und der lautet, die SPD würde sich nur mit sich selbst beschäftigen. Ich finde, das ist völlig falsch. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft unseres Landes. Und das diskutieren wir im Moment hoch und runter mit unseren vielen Mitgliedern, die wir haben. Und wenn wir uns mit der Zukunft unseres Zusammenlebens beschäftigen, dann braucht es dafür große politische Lösungen. Und die Frage wird halt sein, ob diese in einer großen Koalition erarbeitet werden können. Das wird sich noch herausstellen. Aber eines, das ist völlig klar. Wenn sich die Union verwehrt und wie immer den Stillstand als Devise ausruft, dann müssen unsere Mitglieder auch das Recht haben, eine weitere große Koalition abzulehnen. Die SPD, das ist eine Mitgliederpartei und deshalb entscheiden bei uns am Ende die über 430.000 Mitglieder, die bei uns in der Partei organisiert haben. Und diese müssen dann entscheiden, ob die verhandelten Inhalte ausreichend sind für eine erneute Koalition mit der Union. Denn eines steht natürlich auch fest, die SPD setzt sich seit über 150 Jahren dafür ein, das Leben der Menschen in unserem Land zu verbessern. Und unsere Mitglieder werden das letzte Wort darüber haben, ob dies im ausreichenden Maße mit dem Koalitionsvertrag, der dann rauskommt, geschieht. Und ich möchte deshalb an dieser Stelle ganz besonders und zuerst hier im Raum begrüßen die vielen Genossinnen und Genossen, die gekommen sind. Denn euch, ohne euch würde überhaupt nichts gehen, ohne euch wäre die Partei an nichts. Und deshalb vielen Dank, dass ihr da seid und immer so aktiv in der Partei mitwirkt. Herzlich willkommen. Aber wir setzen uns ja nicht nur, wie eben beschrieben, auf der bundespolitischen Ebene oder auch auf der europapolitischen Ebene für eine Politik für die Menschen ein, sondern das tun wir natürlich vor allem auch in der Landespolitik. Und ich glaube, das ist hier im Raum auch jedem bekannt. In diesem Jahr finden dann auch wieder die Landtagswahlen in Bayern statt. Und auch hier, gerade hier, sind wir besonders aktiv, um Bayern vor allem so zu gestalten, dass es allen hier lebenden Menschen gut geht. Und da spreche ich explizit von allen hier lebenden Menschen. Und da gibt es vor allem und gerade auch in Bayern, obwohl das auch manchmal so nicht dargestellt wird, noch für einige Baustellen, die behoben werden müssen. Wohnraum muss bezahlbar sein und unser Bildungssystem so gestaltet werden, dass kein junger Mensch auf der Strecke bleibt. Und das sind nur zwei Beispiele dafür, für was wir uns in dem kommenden Landtagswahlkampf stark machen wollen. Es freut mich deshalb an dieser Stelle ganz besonders, heute die Vorsitzende der SPD Bayern und unsere Spitzenkandidatin für die Landtagswahl hier im schönen Aschaffenburg begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Natascha Kohn. Und gemeinsam mit Natascha im Landtag natürlich auch ständig aktiv für die Interessen der Aschaffenburgerinnen und Aschaffenburger aus Stadt und Land. Auch ein herzliches Willkommen an unsere Landtagsabgeordnete Martina Fehlner. Auch schön, dass du da bist. Klaus, du hättest das Wort. Ja.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf als Oberbürgermeister der Stadt mich ganz herzlich bei der SPD bedanken, dass Sie mich eingeladen haben. Ich überbringe die Grüße der mehr als 1000 städtischen Mitarbeiter, die Grüße der Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist, wie das Klinikum, das sind 2000 Leute. Und ich überbringe die Grüße der Bürgerschaft, der Bürgerinnen und Bürger in Aschaffenburg. Es ist 2000 ein ganz besonderes Jahr. Ich wünsche Ihnen allen persönlich und allen Ihren Organisationen viel Erfolg. Es ist deshalb ein historisches Jahr, weil genau vor 100 Jahren, im November 1918, die Waffen schwiegen und der Erste Weltkrieg zu Ende war. Und da stand eine zentrale historische Entscheidung im Raum. Bekommen wir eine Regierung, eine Staatsform nach russischem Vorbild? Das wollten die Kommunisten und endete in Stalin und dem Terror. Oder bekommen wir eine parlamentarische Demokratie? Und es war der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann, der in Berlin sich an die Bevölkerung wandte und rief auf, wir bekommen eine demokratische, parlamentarische Regierung. Es lebe die Republik. Das war eine Entscheidung, die ganz wichtig war für dieses Land. Und wir als Sozialdemokraten sollten das immer gut in Erinnerung behalten. Und es ist wie ein Geschenk des Himmels, dass vor 2 Jahren die Jugendorganisationen hier in Aschaffenburg, die Jungsozialisten, die Junge Union, die Jungen Liberalen und die Jungen Grünen sich auf den Weg gemacht haben. Sie haben sich getroffen. Wir haben da gar nicht das beeinflusst von den Parteien und haben ein Konzept vorgelegt für ein Jugendparlament in Aschaffenburg. Richtig ausgearbeitet. Dort sollen nicht die politischen Parteien im Vordergrund stehen, sondern diese jungen Leute wollen ein Jugendparlament wählen. Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg hat es aufgegriffen. Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg hat eine halbe Stelle bewilligt, Frau Dr. Blum. Und zurzeit wird dieses Jugendparlament, das heißt Rücksprache mit den Schulen, Aufstellung von Kandidaten der über 40 Schulen, das wird vorbereitet und wir werden am Ende des Jahres ein Jugendparlament haben. Ein Jugendparlament in der Stadt. Die Stadt hat immer die Nase vorn. Seit 10 Jahren ein Integrationsmanagement und jetzt ein Jugendparlament. Ich möchte an dieser Stelle Frau Landesvorsitzende Sie ganz herzlich begrüßen in der Stadt Aschaffenburg. Frau Natascha Grohn, es ist gut, dass Sie da sind. Und es ist gut, dass Sie die Positionen und Ziele Ihrer Partei, unserer Partei, für den Wahlkampf darstellen. Aschaffenburg ist eine besondere Stadt. Hier herrscht ein sozialer Frieden. Eine unglaubliche Vielzahl an ehrenamtlichen Arbeiten an diesem sozialen Frieden. Herrscht Innovation und die Generationen arbeiten zusammen. Und ich möchte diese Stelle auch nutzen und diesen Augenblick auch nutzen, denen zu danken, die in dieser städtischen Gesellschaft dazu beitragen. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Institutionen und Behörden und auch bei meiner Stadtverwaltung. Ich begrüße die beiden Bürgermeister, Frau Euler und Herr Herzing. Ich begrüße und bedanke mich bei allen Lehrern und Erziehern, bei allen Bildungseinrichtungen. Ich freue mich, dass Herr Präsident der Hochschule da ist, Herr Dibischek, die Vertreter der Banken. Ich freue mich, dass die Vertreter der Handwerkskammer da sind, Herr Eser. Die repräsentieren alle Handwerksbetriebe, der IHK-Präsident, der DGB-Vorsitzende. Und ich freue mich, dass die Vertreter der Kirchen anwesend sind. Sie sind für den guten Geist in dieser Stadt zuständig. Und ganz wichtig in unserer Stadt spielt die Sicherheit. Und da arbeiten wir Hand in Hand mit der Polizei zusammen. Und wenn in Aschaffenburg
die Aufklärungsquote sehr hoch ist, wenn in Aschaffenburg wenig passiert, wenn es in Aschaffenburg einen Sicherheitsdienst gibt aus städtischen Mitarbeitern und der Polizei, wenn Jugendliche in Form von freundlichen Aufpassern durch die Stadt laufen und wenn es so ruhig ist, und da ist es vor allem, Herr Polizeipräsident, die gute Zusammenarbeit aller, der Bürgerschaft, der Stadträte, der Gewerbetreibende, der Polizei, Unternehmer und des Einzelhandels. Das möchte ich Ihnen, Frau Kronen, skizzieren. Ich möchte sagen, Aschaffenburg ist vorbildlich. Hochschule, 40 Schulen, Tausende von Ehrenamtlichen, 60.000 Arbeitsplätze. Und das gilt es zu bewahren. Und zum Schluss, und das gestatten Sie mir, auch Herr Kreisvorsitzender, die Position des Deutschen Städtetages vorzutragen zur aktuellen Situation. SPD hört auf die Städte. Und die Erklärung des Städtetages lautet, die Städte sind bereit, mit einer künftigen Bundesregierung und den Ländern an wesentlichen Zukunftsaufgaben engagiert mitzuwirken. Deutschland braucht schnell eine stabile Regierung. Das erfolgreiche Abschluss der Sondierungsgespräche ist ein Signal. Es ist gut, dass der Bund die Programme zur Finanzierung von Flüchtlingskosten fortsetzen will, dass die Mittel für die kommunale Infrastruktur, eine Investitionsoffensive für Schulen in Aussicht gestellt wird und dass endlich Tausende von Wohnungen gebaut werden müssen, um den sozialen Frieden zu erhalten. Tausende von Wohnungen. Da müssen die Gelder bereitgestellt werden und Sie sind ja in der Kommission dabei, was den Wohnungsbau betrifft. Machen Sie Dampf, Frau Gronen. Ein Punkt noch, der ganz wichtig ist, der uns betrifft. 60.000 Arbeitsplätze in der Stadt. Davon Tausende im Produktionsbereich und jetzt kommt die Digitalisierung. Das heißt, neue Geschäftsmodelle. Das heißt, um unsere Betriebe wettbewerbsfähig zu machen, brauchen die neue Geschäftsfelder und sie brauchen die Digitalisierung und das vor allem an Schulen. Frau Kronen, es gibt ein Thema, das es wichtig ist. Den Schulen wird viel Geld zur Verfügung gestellt. Die müssen jetzt Konzepte entwickeln. Wir müssen unsere 40 Schulen danach ausrichten. Aber dieser Prozess muss gesteuert werden. Der muss gesteuert werden von München aus, damit er erfolgreich wird. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich möchte Ihnen Mut machen. Rudi Stock, geboren 1921, 3 Jahre nach Ausrufung der Demokratie in Deutschland, steht für eine soziale Demokratie, für Gerechtigkeit. Und die Sozialdemokratie sollte jetzt mit Mut nach vorne gehen. Willy Brandt ging in die Große Koalition mit dem Ziel Aushöhnung mit dem Osten. Er wusste nicht, dass der Warschauer Vertrag folgt, der Vertrag mit der DDR und der Moskauer Vertrag. Aber gestalten und mitmachen ist die Politik, die dazu führt, dass es nach vorne geht und nicht verdrießlich sein und sich zurückhalten und zu glauben, die anderen machen es besser. Wir müssen Meinungsführerschaft sein und wir müssen die Entwicklung mitgestalten. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben und wünsche Ihnen eine gute Zukunft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Natascha Kronen, auch ich heiße Sie alle sehr herzlich willkommen zu unserem heutigen Neujahrsempfang und wünsche Ihnen ein friedvolles, ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2018. Meine Damen und Herren, das Thema, das uns alle zurzeit intensiv beschäftigt, heißt GroKo. Und die Frage, die wir uns stellen, lautet, kommt sie oder kommt sie nicht? Wollen wir sie
oder wollen wir sie nicht? Fest steht, seit 5 Monaten seit der Bundestagswahl am 24. September letzten Jahres haben wir in Deutschland nur noch eine geschäftsführende Bundesregierung. Und das gab es noch nie. Und das ist auch wahrlich kein Ruhmesblatt für die Politik. Nach der Bundestagswahl, die uns ein miserables Ergebnis bescherte, hatten wir uns eigentlich auf eine Jamaika-Koalition eingestellt und für unsere Partei die Oppositionsrolle fixiert. Doch nachdem Jamaika kläglich gescheitert ist, die Idee, ergab sich auch für die SPD eine völlig neue Situation. Was war zu tun, was ist zu tun? Ich glaube, im Interesse des Landes gilt es, die neue Situation anzunehmen und klug, verantwortungsvoll und beherzt zu handeln. Das erwarten die Menschen von uns und darauf haben sie auch ein Recht. Um es klar zu sagen, ich meine, die SPD muss in den sauren Apfel beißen, auch wenn die Situation alles andere als beneidenswert ist und wir uns das auch alles etwas anders gewünscht hätten. Eines, meine Damen und Herren, muss aber auch klar sein. Die Durchsetzung maximaler Forderungen in strittigen Punkten wird es sicherlich nicht geben, und zwar für keine Seite, weder für die SPD noch für die Union. Unsere Demokratie lebt von Kompromissen, die den Verhandlungspartnern zumutbar sind und die ihre Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit nicht in Frage stellen. Das höchste Gut in der Politik ist Vertrauen. Das müssen wir vor allem gewinnen für unsere Arbeit. Geht es doch um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Sie darf nicht auseinanderdriften. Dogmatismus und Kompromisslosigkeit führen immer in eine politische Sackgasse, führen zu Politikverdrossenheit bei den Menschen. Am vergangenen Wochenende hat die SPD bei ihrem Parteitag in Bonn mehrheitlich grünes Licht gegeben zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union. Gestern haben die Verhandlungen begonnen und am 4. Februar sollen sie abgeschlossen sein. Die Positionen sind klar. Die SPD wird in einigen entscheidenden Themenfeldern von der Union noch deutliche Verbesserungen einfordern. Und andererseits muss sich die Union bewegen, damit ein erfolgreicher Abschluss der Verhandlungen möglich wird und die Mitglieder sich mehrheitlich für eine neue GroKo mit neuen, wichtigen politischen Zielen aussprechen können. Mit Besonnenheit und Optimismus sollten wir den Verlauf der Verhandlungen begleiten und die erzielten Ergebnisse in aller Ruhe abwarten, abwägen und dann entscheiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, warum brauchen wir so rasch wie möglich eine stabile, eine starke, eine neue Bundesregierung? Weil alle politischen Ebenen in unserem Land eng miteinander verflochten sind. Bund, Land, Kommunen. Und natürlich braucht auch Europa ein starkes Deutschland mit einer starken Regierung und einer klaren Vision für die Zukunft und einer gerechteren Gesellschaft. Auch für uns in Bayern ist es außerordentlich wichtig, dass sich das politische Tableau in Berlin schnellstens klärt. Schließlich stehen wir vor einer entscheidenden Landtagswahl. Einer Wahl, bei der wir alles tun müssen, dass die SPD nicht weiter absackt, sondern wieder zulegt, dass wir die absolute Mehrheit der CSU verhindern und bei den Menschen wieder neues Vertrauen für unsere Politik gewinnen. Die soziale Demokratie, braucht die Sozialdemokratie natürlich auch in Bayern. Das hat die lange Geschichte der Sozialdemokratie eindrucksvoll bewiesen. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr feiern wir ein stolzes Jubiläum, 100 Jahre Freistaat Bayern. Ja, wir leben in einem schönen, einem lebenswerten Land.
Darauf können wir stolz sein. Und das sind wir ja auch. Denn Bayern ist nicht das Land nur einer Partei. Bayern, das sind wir alle. Wir leben in einem Land, dem es gut geht. Wir leben in einem Land, das wohl die beste Regierungsform hat, die Demokratie. Wir leben in einem Land, in dem Freiheits- und Menschenrechte gelten. Wir leben in einem Land, das uns viele Chancen für ein glückliches und zufriedenes Leben bietet und ermöglicht. Aber all das ist nicht selbstverständlich. Demokratie kommt nicht von alleine, sie ist kein Selbstläufer. Dafür müssen wir alle täglich etwas tun. Die Menschen dürfen sich nicht von der Politik abwenden. Und auf der anderen Seite dürfen wir es nicht zulassen, dass die Grundwerte der Demokratie in Zweifel gezogen oder sogar beschädigt werden. In unserem eigenen Land, aber auch in Europa und in anderen Teilen der Welt. Meine Damen und Herren, für die positive Entwicklung Bayerns hin zu einem modernen, demokratischen, weltoffenen Freistaat haben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten viel beigetragen. Sie haben immer viel Verantwortung übernommen, auch in schwierigen Zeiten. Es war der Sozialdemokrat Kurt Eisner, der am 8. November 1918 den Freistaat ausrief. Er war der erste sozialdemokratische Ministerpräsident Bayerns. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 war der erste Ministerpräsident Wilhelm Högner ebenfalls ein Sozialdemokrat, einer der Väter der bayerischen Verfassung. Und zu Wilhelm Högner haben wir Aschaffenburger ja auch eine ganz besondere Beziehung. Seine Tochter Harry Meller hat in Aschaffenburg gelebt. Verheiratet war sie mit Rudi Stock, unserem Ehrenvorsitzenden, der auch heute unter uns ist. Rudi ist inzwischen 96 Jahre und seit über 70 Jahren Mitglied der SPD. Lieber Rudi, schön, dass du da bist. Ja, keine Frage, der Freistaat steht gut da. Aber dennoch darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass längst nicht alles so gut bestellt ist, wie wir uns das wünschen. Es gibt eine Reihe erheblicher Defizite. Nur einige Stichworte. Was ist mit der drängenden Wohnungsnot, vor allem in unseren Städten? Mehr bezahlbare Wohnungen für alle, für die Alleinerziehenden, für die Rentner, für einkommensschwächere Familien, für kinderreiche Familien. Die staatlichen Mittel für den sozialen Wohnungsbau wurden in Bayern in den vergangenen Jahren nahezu halbiert. Was ist mit den Kita-Plätzen, den Ganztagsangeboten an unseren Schulen? Auch in unserem wohlhabenden Bayern und in unserer prosperierenden Region ist die Ausgewogenheit bei der Chancenverteilung noch lange nicht erreicht. Wir wollen kostenfreie Kitas, Bildung von Anfang an, mehr und bessere Ganztagsangebote, sodass Eltern, und das ist der große Wunsch, Familie und Beruf auch besser verbinden können, vereinbaren können, dass sie auch Zeit haben in der Rush-Hour des Lebens für ihre Familie, mehr Zeit für die Kinder, mehr Zeit für gemeinsame Aktivitäten. Und dann noch ein ganz trauriges Kapitel. Armut in Bayern. Immer mehr Rentner leben in Bayern unterhalb der Armutsgrenze. Und jedes fünfte Kind in Bayern ist armutsgefährdet. Ein echtes Armutszeugnis für den Freistaat, das dürfen und werden wir nicht hinnehmen. Ein ebenfalls wichtiges, virulentes Thema, Pflege. Und auch hier gilt, wir brauchen dringend mehr und gut ausgebildete Pflegekräfte. Das sind wir den pflegebedürftigen Menschen schuldig. Ich will mit der Mängelliste jetzt nicht weiter fortfahren. Natascha Kohn wird das sicherlich dazu noch einiges sagen. Meine Damen und Herren, wir feiern in diesem Jahr aber nicht nur 100 Jahre Freistaat, sondern auch 100 Jahre Frauenwahlrecht. 18 Millionen Frauen waren bei den ersten Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1990 wahlberechtigt. Und genau einen Monat später sprach die Sozialdemokratin Maria Hochass dann als erste Frau in einem deutschen Parlament.
ein großer Erfolg, ein denkwürdiges Ereignis. In den 100 Jahren haben wir seitdem viel erreicht. Wir dürfen heute arbeiten, ohne unseren Mann um Erlaubnis zu fragen. Wir dürfen seit 1958 den Führerschein machen und die Pflicht zur Haushaltsführung ist zumindest seit 1976 im Gesetz abgeschafft. Ja, wir haben viel erreicht. Aber es gibt noch viel zu tun. Ist es beispielsweise gerecht, dass Frauen in Bayern immer noch 24% weniger verdienen als Männer? Ist es gerecht, dass Frauen in der Regel 50% weniger Rente haben als Männer und oft in Altersarmut leben? Nur 25% der Frauen in meinem Alter werden mal von ihrer Rente leben können. Alle anderen sind auf staatliche Hilfe angewiesen oder auf einen finanzstarken Lebenspartner. Das geht nicht, meine Damen und Herren. Wir bleiben hier weiter dran und hoffentlich geht manches jetzt auch ein bisschen schneller als in den letzten 100 Jahren. Umso erfreulicher ist es, dass die SPD für die kommende Landtagswahl mit einer Spitzenkandidatin ins Rennen geht, mit Natascha Kohnen, unserer Landesvorsitzenden und stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Natascha macht eine hervorragende Arbeit. Sie bringt, und das ist gut, einen neuen politischen Stil und ist darüber hinaus auch eine sehr sympathische und kompetente Landtagskollegin. Und sie war... Und sie war auch bei den Sondierungsgesprächen dabei. Eigentlich, Natascha, müsstest du jetzt auch in Berlin sein, aber du hast da abgesagt, sodass du nach Aschaffenburg jetzt kommen konntest. Ich freue mich, dass du da bist. Ich danke dir, dass du trotz deines eng getakteten Termingelandes heute Zeit gefunden hast und die Festrede bei unserem Neujahrsempfang halten wirst. Und wir wissen das sehr zu schätzen und wir freuen uns jetzt auf deine Ausführungen. Dankeschön. Ja, liebe Martina, vielen herzlichen Dank für die netten Worte und auch sie ist es, nicht nur, lieber Klaus, warum ich hier bin, aber sie ist maßgeblich die Person, die mich wirklich dazu veranlasst hat, in den letzten Tagen sehr deutlich zu sagen in Berlin, dass dieser Empfang heute, der ist ein Muss. Ja? Ich bin nicht in Berlin, aber ich gebe zu, vielen Dank, ich gebe zu, ich habe ein bisschen gestutzt, wie ich vorhin auf die Toilette gehe und das muss mir noch irgendjemand erklären, warum da oben auf dem Toilettenschild Merkel steht. Das hat sich mir noch nicht erschlossen, gebe ich zu. Lieber Klaus, das könnt ihr mir ja noch, ich erlaube mich übrigens. Okay, ist ein Kabarett. Lieber Klaus, ich erlaube mir auch, dich zu duzen, weil wir doch einen guten Weg miteinander gegangen sind bereits. Ich habe mein Handwerk in der Kommunalpolitik gelernt. Ich war über 8 Jahre in meinem Gemeinderat, bin heute noch im Kreistag. Warum? Weil die Kommunalpolitik das A und O, man könnte fast sagen A bis Z der Politik ist, weil hier die Menschen und Politik direkt aufeinandertreffen. Ich möchte es fast so formulieren, wenn ich heute im Supermarkt bin, egal, ob ich sondiere oder nicht, egal, ob ich Koalitionsverhandlungen führe oder nicht. Die Menschen, die mir auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, Frau Kohnen, schön, Sie zu sehen, die fragen mich nicht nach Berlin, sondern erst kürzlich fragte mich wieder jemand, wie ist das denn eigentlich mit der Hecke da hinten an Ihrer Straße, die ist immer noch nicht gekürzt. Da mag man drüber schmunzeln, aber auch das sind Themen, die, glaube ich, eine große Rolle spielen. Und Aschaffenburg ist vorbildlich, ja. Ich erlebe Aschaffenburg jede Woche durch Martina Fehlner. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie haben eine wunderbare Abgeordnete mit einer enormen Durchsetzungskraft. Warum? Weil sie einfach immer wieder sagt, nee, die Leute, ihr müsst hinhören, was die Menschen denken, was die Leute denken. Und sie hat recht. Und wenn du, Klaus, sagst, ja, wir brauchen eine stabile Regierung, das ist richtig. Und gestern habe ich beim Deutschen Gewerkschaftsbund in Regensburg Emilia Müller als Counterpart, als Gegenpart,
Mitpart, wie man auch immer, sie versuchte, einen Mitpart aus mir zu machen, weil sie immer sagte, gell, Frau Kohnen, wir brauchen eine stabile Regierung. Und dann habe ich ihr schon geantwortet und habe gesagt, Frau Müller, es liegt nicht wirklich an uns, dass die Regierung noch nicht steht. Und ich habe ihr sehr deutlich gemacht, dass die Situation, in der die SPD ist, keine einfache bleibt, ist und auch nicht wird. Warum? Martina hat es schon ein bisschen beschrieben. Wir haben am 24. September in der Bundestagswahl ein Ergebnis erhalten, dass das historisch schlechteste war seit dem Krieg. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und für uns ist das nicht nur ein sehr hartes Ergebnis, sondern es hat eines deutlich gemacht. Die Sozialdemokratie ist entstanden im Industriezeitalter. Wir haben damals Arbeitsrechte erkämpft. Ich sage nur Kinderarbeit. Lieber Rudi, du hast von der Zeit her, bist du ja auch noch viel näher daran gewesen, als die Sozialdemokratie entstanden war. Und das werden auch deine Beweggründe gewesen sein. Die haben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Rechte organisiert, Aufstieg, Bildung. Und trotzdem hat die Sozialdemokratie es nicht geschafft, und das ist ja auch die Erkenntnis aus diesem Bundestagswahlergebnis, den Sprung ins 21. Jahrhundert tatsächlich zu machen. Die Menschen können anscheinend nicht mehr erkennen, was denn eigentlich die Erzählung, die Vision der Sozialdemokratie in diesen Jahrzehnten ist. In den Jahrzehnten, wo die Globalisierung immer mehr übergreift, wo Digitalisierung übergreift. Wir müssen neue Definitionen finden, denn immer rückblickend zu sein, wird nicht helfen. Und das war eine klare Ansage und deswegen haben wir als Sozialdemokratie gesagt, ja, wir haben nicht den Auftrag bekommen, in die Regierungsbildung hineinzugehen, sondern das Ergebnis hat sehr klar gesagt, dass wir eine andere Verantwortung übernehmen müssen in der Demokratie und das ist die Aufgabe einer Oppositionspartei. Aber als Sozialdemokratie haben wir auch verstanden, dass wir vor einem irrsinnigen Herausforderung stehen, was einen sogenannten Erneuerungsprozess der SPD betrifft. Und das wird ein ganz wesentlicher Punkt sein, damit die Sozialdemokratie auch sich wieder rüsten kann für die Zukunft. Und das schaffen wir, da bin ich auch überzeugt davon. Und wie Martina Fehlner ja auch erwähnt hat, es haben im Wahlkampf immer einige Parteien gemeinsam geblinkt. CSU, CDU, FDP und auch die Grünen. Und sie sind dann so, wie es auch erwartbar war, in Koalitionsverhandlungen, Sondierungen, das war nicht klar unterscheidbar bei denen. Ich sage Ihnen auch gleich warum, weil das eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die haben gemeinsam gesprochen und das Ganze ist zu einem Zeitpunkt geplatzt und da glaube ich, fast niemand in diesem Saal hier hat damit gerechnet. Das Ganze hat nicht funktioniert. Und Deutschland stand da und hat im Prinzip auf dieses Ergebnis geguckt und hat gesagt, was passiert denn jetzt? Und dann kam der Bundespräsident, weil er das oberste Verfassungsorgan ist, und hat gesagt, jetzt müssen alle Demokratinnen und Demokraten miteinander ins Gespräch kommen. Und da hat er recht. Und da kann man sich nicht zurückziehen und sagen, das tue ich jetzt nicht. Und wir als SPD sind ja die älteste demokratische Partei in unserem Land und wir haben gesagt, ja, das ist nicht einfach für uns, aber wir verschließen uns diesen Gesprächen nicht. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und wir sind in diese Sondierungsgespräche hineingegangen und ich möchte Ihnen eines deutlich machen. Sondierungsgespräche sind ein Abtasten. Das heißt, man guckt sich sein Gegenüber genau an, weil man weiß, man muss prüfen, ob man Gemeinsamkeiten findet, die ausreichen, um in eine gemeinsame Arbeit hineinzugehen. Das muss nicht die Traumkonstellation sein. Ich bin, nachdem wir auch insbesondere die Große Koalition in den letzten Monaten, letzten Sommer gearbeitet hat, wo es immer mehr geknirscht hat, wo die inhaltlichen Gemeinsamkeiten sich auch erschöpft hatten, sehr skeptisch in diese Sondierungsgespräche hineingegangen. Es sind aber wirklich rein und ausschließlich Sondierungsgespräche. Und ich war auch bis zu dem Morgen, nach dem fünften Tag, nach wie vor skeptisch. Und als dann das Gesamtergebnis feststand, haben wir uns das alle angesehen. Die Teilnehmer von der SPD, auch die Teilnehmer von der Union. Und ich für meinen Teil habe mir das angesehen und habe festgestellt für mich,
Da sind viele Punkte drin. Einige sind von Klaus Herzog schon erwähnt worden, andere von Martina Fehlner. Da sind viele Punkte drin, die es wert sind, dass man einen Schritt weiter geht, in meinen Augen. Dass man in tiefere Gespräche geht. In diesen Sondierungsgesprächen sind viele Dinge angesprochen, die brauchen noch eine Wegbeschreibung, eine ganz exakte. Weil in Koalitionsverhandlungen wird es darum gehen, dass man ganz genau in einem Vertrag festlegt, wohin dieses Land sich bewegen soll. Und wir haben auf einem Parteitag letzte Woche am Sonntag als SPD über dieses Papier, 28 Seiten, mehr sind es nicht, ein Koalitionsvertrag hat übrigens über 160, da komme ich später noch drauf, was ist denn da der Unterschied? Manchmal, glaube ich, muss man es optisch darstellen. Diese 28 Seiten mit den Punkten, die wir alle erarbeitet hatten, haben wir diskutiert, heiß diskutiert. Und das Interessante war für mich, dass diese Debatte nicht nur sehr heiß ablief, argumentativ, auch unglaublich emotionsgeladen. Und viele, viele Menschen sind dieser Diskussion gefolgt. Und ich bin rausgegangen und die Entscheidung, wie Martina Fehlner es beschrieben hat, ist mehrheitlich, aber nicht mit einer starken Mehrheit, durchaus mit einer nicht ganz so starken Mehrheit, aber mit einer Mehrheit entschieden worden. Und ich bin rausgegangen und dann sagten Journalisten zu mir, Frau Kohnen, sind Sie nicht gespalten jetzt als SPD? Und ich sage Ihnen eines, wir sind nicht gespalten, sondern wir haben letzten Sonntag gezeigt, und das hat dieses Land vielleicht viel zu selten erlebt in den letzten Jahrzehnten, was eine politische Auseinandersetzung ist, was, wie eine Partei um Themen ringt. Und Sie kennen, viele von Ihnen kennen sicher den Kommentator der Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, kritischer Geist. Und der hat gesagt, die SPD ist in einer schwierigen Situation, aber sie hat eines gezeigt, was tatsächlich eine Sternstunde der Demokratie sein kann und dass die anderen Parteien, die im Moment beteiligt sind an den Gesprächen, ihr Gutes daran täten, eine solche Debatte auch zuzulassen in ihrer Partei. Und warum? Weil die Öffentlichkeit zum ersten Mal beginnt zu diskutieren. Die Öffentlichkeit klingt jetzt so super politsprech. Sie, alle. Ich saß jetzt kürzlich vor 3-4 Tagen, nein, am Tag war das, das war am Tag nach dem Parteitag, saß ich abends auf dem Heimweg in der U-Bahn in München, raus in Richtung Landkreis München und dann saß ein älteres Ehepaar neben mir. Ich hatte eine Mütze auf, es war kalt, nicht erkennbar war ich und die beiden diskutierten. Dann sagte der Mann, hast du gesehen, was die SPD da macht? Die diskutiert das, wie es weitergeht, ob es eine Regierung gibt. Und dann sagt sie, ja. Und dann sagt er, das geht doch nicht. Dass die das dann am Schluss von ihren Mitgliedern entscheiden lassen. Das ist unfair, sagt er. Und dann dachte ich mir, jetzt bin ich gespannt. Und dann sagt er zu seiner Frau, die schließen uns ja aus. Und dann sagt seine Frau, naja, du hast doch schon gewählt. Und dann sagt er, ja, aber das geht für mich trotzdem nicht in Ordnung. Ich habe gewählt, ich will da mitentscheiden. Und dann hat sie eine sehr süße Antwort gegeben und gesagt, dann tritt ein. Und wenn ich das sehe, dann ermutigt mich das, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich bin aufgewachsen mit Eltern, die waren klassische 68er. Mein Vater Genscher-Fan, meine Mutter Willy Brandt-Fan in den 70ern und bei uns am Küchentisch ging es ab. Ich dachte mir, oh, ich war so ein kleiner Klopf und dachte, mein Gott, zoffen die sich und so. Und dann dachte ich mir, aber ich höre doch mal zu, über was die streiten. Da ging es um Bildung, da ging es um Bürgerrechte, da ging es um Freiheit. Und so bin ich aufgewachsen. Und wenn ich meine beiden Kinder angucke, die sind 18 und 21, die sind kaum mit politischer Debatte, weder in den Schulen noch unter ihren Freunden, bei uns zu Hause ein bisschen mehr, mit politischer Debatte, mit wirklicher Themendebatte aufgewachsen. Und jetzt ist die Chance, dass wieder an den Küchentischen diskutiert wird. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für die Demokratie, Martina, die einen schwierigen Kurs hat im Moment. Und was ist mir bei dem Parteitag noch passiert von den Medien, die Fragen, die einem gestellt wurden. Die eine Frage hatte ich Ihnen schon gesagt. Die zweite Frage, die gesagt wurde, Frau Kohn, mit dem Sondierungspapier ist Ihnen doch nicht so der große Wurf gelungen. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das habe ich auch diesen Journalisten geantwortet, glauben Sie, dass eine Alleinerziehende, die den ganzen Tag arbeitet, und ich habe eine
Frau vor kurzem getroffen, die arbeitet im Supermarkt und die sagte mir hier in Bayern, die sagte mir, wissen Sie, ich arbeite den ganzen Tag und am Ende des Tages habe ich kaum die Zeit, meine Supermarktkleidung abzulegen. Nein, ich muss sofort in die Kita sausen, um meinen Sohn abzuholen. Und er ist immer der Letzte, der noch da sitzt. Und dann habe ich die Journalisten gefragt, glauben Sie, dass diese Frau den großen Wurf braucht? Oder braucht diese Frau schlichtweg einen Rechtsanspruch auf Ganztag? Braucht diese Frau eine kostenfreie Kita, damit sie sich das überhaupt leisten kann? Und ich habe gesagt, die Frau braucht nicht den großen Wurf, sondern sie braucht die Themen, die ihr Leben ganz, ganz direkt berühren. Sie hat Probleme in ihrem Leben, die man in Ordnung bringen muss. Und das steht in dem Sondierungspapier drin. Kostenfreie Kita, Anspruch auf Ganztag. Und das haben wir hineingesetzt. Und das ist für mich entscheidend. Und da brauche ich keinen großen Wurf. Martina Fehlner hat es erwähnt. Armut. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn. Warum? Weil man direkt mittendrin ist. Und ich komme ja aus dem Landkreis München und ich fahre immer über Neuperlach. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen etwas sagt. Neuperlach ist eine, man hat es früher Trabantenstadt genannt, Hochhäuser, 90% Migrationsanteil. Und ich fahre jeden Tag, steige ich in diese U-Bahn, in die Stadt hinein und ich komme auch in der Innenstadt vorbei an verschiedenen U-Bahnhöfen. Und man sieht immer mehr ältere Menschen, die in den Mülleimern suchen. Die suchen nach Pfandflaschen. Und dann frage ich den Journalisten, braucht dieser ältere Mensch den großen Wurf oder braucht er eine Rente, die es ihm erlaubt, im Alter würdig zu leben? Und in diesem Sondierungspapier ist es uns gelungen, eine Solidarrente hineinzuschreiben. Und damit Sie mal das Spiel der Politik, das nenne ich jetzt wirklich Spiel. Wir als SPD haben gesagt, das ist eine Solidarrente, weil Solidarrente sagt eigentlich aus, wofür diese Rente da ist, damit auch wieder eine Solidarität entsteht. Die Union konnte nur zustimmen, wenn wir es Grundrente nennen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Begrifflichkeit ist mir wurscht, solange das, was drinnen steht, den Menschen wirklich weiterhilft. Und als letzten Punkt, um Ihnen einfach nur deutlich zu machen, dass so viele kleine Themen in diesem Sondierungspapier sind, die ganz wesentlich sind für das Leben und auch übrigens für unsere Wirtschaftskraft. Wenn ich jetzt, und hier sind ja auch Vertreter der IHK oder auch der Handwerkskammer, wenn ich Unternehmen besuche, insbesondere kleine und mittlere Handwerksbetriebe, dann suchen die händeringend nach Fachkräften, händeringend. Und dann sagen die immer wieder, warum lassen Sie eigentlich die Flüchtlinge nicht bei uns in Ausbildung gehen oder direkt in Arbeit gehen. Die können das, geschickte Hände. Und ich sage Ihnen, warum das nicht funktioniert. Jenseits dessen, dass hier in Bayern es extrem davon abhängt, wo ein Flüchtling ankommt und ob er in Arbeit kommt oder nicht. Das ist übrigens ein Zustand, der nicht tragbar ist. Das muss ein Land geregelt kriegen. Meine Meinung dazu, und das werden wir auch im Landtagswahlkampf ganz klar machen, jeder, der hier ankommt, soll möglichst schnell in Arbeit gehen dürfen. Das hat einerseits etwas mit Integration zu tun, auf der einen Seite, aber es hat auch schlichtweg was mit Wirtschaftskraft zu tun. Und im Moment haben wir in unserem Land eine Eingangstür, und das ist die Eingangstür über das Asylrecht. Wir brauchen aber eine zweite Tür, die Zuwanderung nämlich steuert. Und das ist ein Einwanderungsgesetz. Da kann man das kanadische Vorbild nehmen. Man kann es machen, wie man will. Aber wir müssen unsere Wirtschaftskraft nach vorne bringen. Und einen Punkt noch, auch an so einem Einwanderungsgesetz. Wenn Menschen hierher kommen, seien sie zur Ausbildung, das können wir ja selbst regeln, oder um zu arbeiten, dann geben wir ihnen etwas mit, was wir als Rohstoff haben. Und das ist Bildung im Kopf. Wir geben etwas weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch in den Sondierungspapieren ist es nicht erfreulich, ich sage jetzt mal ganz höflich, wie der bayerische Teil der Union über Flucht, Migration und Asyl debattiert. Das ist nicht erfreulich, da komme ich auch noch dazu. Weil wir können nicht immer nur sagen, wir schotten ab
oder wir müssen irgendwas anderes dagegen tun, sondern wir müssen etwas dafür tun, dass die Menschen, die zu uns kommen, eigentlich in ihrer Heimat leben können, unter würdigen, unter richtigen Umständen. Und wenn wir sie hier ausbilden und sie hier arbeiten, in Arbeit nehmen und sie wieder zurück in ihre Heimat wollen, und niemand soll mir sagen, jeder hat doch einen Begriff von Heimat. Ich habe das. Und ich will in meiner Heimat bleiben. Und ich sage mal, die Menschen, die zu uns kommen, lieben doch ihre Heimat auch. Und wenn sie zurückgehen, nehmen sie etwas mit in ihrem Kopf. Sie haben etwas gelernt. Sie können etwas nach Hause mitnehmen. Ich nenne das Bekämpfung von Fluchtursachen, wenn wir Menschen hier ausbilden und sie wieder nach Hause gehen. Sie gehen nach Hause mit Wissen, mit Können und sie gehen vor allen Dingen auch mit Demokratie nach Hause. Und das ist doch Gold wert. Und deswegen brauchen wir dieses Einwanderungsgesetz. Und das steht jetzt drinnen. Und das ist auch kein kleines Thema. Also insofern möge mir irgendjemand mal erklären, was der große Wurf ist. Wenn wir nämlich darüber diskutieren, ob eine Gesellschaft sich nicht weiter neoliberal entwickeln darf, das heißt, dass der Markt alles regelt, ja, das stimmt. Aber um das zu regeln, muss man nicht den großen Wurf hinkriegen, sondern man muss es schaffen, dass die Gesellschaft zusammenhält und wir die kleinen Dinge so sortieren, dass wir die Kraft einer Demokratie entwickeln, die auch eben in Europa Anker sein kann. Darum geht es. Und wenn ich dann, kommt die dritte Frage, die mir immer gestellt wird. Oh, Frau Kohnen, Sie, was machen Sie denn jetzt in den Verhandlungen als SPD? Wollen Sie denn da jetzt noch etwa weiter diskutieren? Sie haben doch schon diskutiert. Und dann sage ich wieder, 28 Seiten, 160 Seiten. Und vor allen Dingen müssen wir natürlich in einem Vertrag exakt festlegen, was noch zu regeln ist. Und es gibt ein paar Fragen, die in diesem Sondierungsgespräch, lieber Klaus, und da komme ich gleich zu einem ganz wesentlichen Teil, nicht geregelt sind. Beispiel Wohnungsbau. Ihr lebt ja auch hier in einer Region, wo bezahlbares Wohnen ein extrem schwergewichtiges Thema ist. Man muss sich sein Dach über dem Kopf leisten können. Und wenn die Ebenen zusammenarbeiten, liebe Martina, Kommune, Land, Bund, die Kommune kann bauen, das Land kann übrigens auch bauen. Das ist bei der CSU noch nicht so ganz angekommen gewesen bis zum Oktober. Der Finanzminister hat das jetzt für sich festgestellt. Hier in Bayern hat gesagt, oh ja, wir machen jetzt eine landeseigene Wohnbaugesellschaft. Eine Forderung übrigens der SPD seit vielen Jahren. Und der Finanzminister hat gesagt, oh ja, das müssen wir machen. Da antworte ich nicht so, wie er erwartet. Das hat Martina als politischen Stil beschrieben. Ich sage nicht, Herr Söder, da haben Sie Unrecht. Nein, das ist richtig. Wir freuen uns darüber, dass Sie diese Erkenntnis haben. Ich begrüße sogar Ihre 180-Grad-Kehrtwende. Ja, das tue ich. Was aber tatsächlich ein bisschen grotesk anmutet im Moment ist, dass der Finanzminister, der vor wenigen Jahren 33.000 staatseigene Wohnungen verkauft hat, jetzt sagt, oh, ich brauche eine eigene Wohnbaugesellschaft, stimmt. Aber er will nur bauen 2.000 bis 4.000 Wohnungen. Und lieber Klaus, ich muss dir nicht sagen, was das ist. 33.000, 2.000 bis 4.000, haut nicht hin. Das heißt, wenn wir das machen im Land, und wir werden das tun, und das werden wir auch im Landtagswahlkampf betonen, dann muss jeder Schritt, der als scheinbare Lösung nach außen gegeben wird, genau beschrieben sein, Punkt für Punkt. Wenn wir hier eine landeseigene Wohnbaugesellschaft in Bayern haben, dann muss die Minimum 20.000 Wohnungen pro Jahr bauen, dann muss festgelegt sein, dass das sozial und geförderter Wohnungsbau ist, dann muss durchgerechnet werden im Haushalt, ob das funktioniert. Wenn das zu teuer ist, wird man einen kleinen Teil auf den privaten Markt werfen können, müssen, damit dieser private Teil den Geförderten finanziert. Politik ist nicht immer nur eine Parole oder ein Begriff, sondern Politik ist kompliziert, na klar. Aber muten wir das doch den Menschen zu. Jeder, der Kinder in der Schule hat, weiß, dass die es auch nicht einfach haben. Die müssen auch eine Menge lernen und Menge diskutieren, Menge verstehen. Und wir sollten die Menschen in unserem Land nicht glauben, dass sie das nicht verstünden. Das versteht jeder. Und meine Bitte ist, wenn Sie jetzt eben auch in den nächsten Wochen diskutieren, nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie in die Tiefe. Und das werden wir auch im Landtagswahltag tun. Und jetzt nochmal, die Ebenen arbeiten zusammen, Kommune, Land und Bund. Und worum geht es jetzt? Sondieren und koalieren. Der Bund darf, lieber Klaus, das weißt du am allerbesten, wegen der Föderalismusreform, wo man die Rechte vom Bund in die Länder gegeben hat, 2007,
Und durch diese Festlegungen darf der Bund über das Jahr 2019 hinaus nicht mehr sozialen Wohnungsbau bezahlen. Das ist ein Problem, ein enormes Problem, weil der Bund in den letzten Jahren 1,5 Milliarden für sozialen Wohnungsbau ausgegeben hat, für die Länder, zweckgebunden, die sollen bauen. Dass dann natürlich der Finanzminister hier seine Mittel halbiert hat, war nicht wirklich gut. Das muss man ihm halt einfach schlichtweg sagen. So funktioniert das nicht, weil die Ebenen müssen miteinander bauen. Und in den Sondierungen habe ich mit der Union diskutiert. Hier hatte ich übrigens den Oberbürgermeister von Augsburg, Griebel, als mein Gegenüber. Und ich habe gesagt, lieber Herr Griebel, wenn wir den sozialen Wohnungsbau fortsetzen wollen auf Bundesebene, müssen wir das Grundgesetz ändern, damit über das Jahr 2019 hinaus gebaut werden kann. Und dann war bei Griebel und der Union so, das ist aber jetzt nicht so eine gute Idee und so weiter. Nee, das müssen wir nicht ändern, das Grundgesetz. Und wir haben diskutiert und diskutiert und diskutiert. Am dritten Tag sagte Herr Griebel zu seinen Unionskollegen, sie hat recht. Man muss das Grundgesetz ändern. Aber wissen Sie, was für eine Formulierung jetzt rausgekommen ist im Sondierungspapier? Der soziale Wohnungsbau im Bund soll über 2019 fortgesetzt werden auf rechtssichere Grundlage. Ist noch nicht ausreichend. Und damit will ich Ihnen nur zeigen, in den nächsten 5 Tagen ab Montag werden wir genau diese Punkte diskutieren müssen. Da muss der Weg beschrieben werden. Eine rechtssichere Grundlage funktioniert nicht. Die muss exakt festgelegt werden. Und das ist der Unterschied. Und das ist die Wegbeschreibung. Aber darüber hinaus gibt es ein paar Punkte und über die haben wir letzte Woche auf dem SPD-Parteitag diskutiert, wo die Union keine Antwort gibt. Und das funktioniert nicht. Und es gibt ein paar ganz wesentliche Fragen. Meine beiden Kinder sind jetzt 18 und 21, gerade mit der Schule fertig, in Ausbildung. Wenn ich den beiden sage, 40% der jungen Menschen in unserem Land stolpern von einem befristeten Arbeitsverhältnis in das nächste, dann ist das für die beiden keine Perspektive, die wir ihnen geben können. Ich habe den Paul mit 28 bekommen. Paul ist jetzt 21. Wenn der in 7 Jahren nicht in die Situation kommt, dass er einen sicheren Job hat, glauben Sie, dass der in Familiengründung geht? Dass der darüber nachdenken kann, ob er vielleicht mal irgendwo sesshaft wird? Das ist eine Lebensphase, die nennt man immer so gern Englisch Rush Hour des Lebens. Wenn wir da unseren jungen Leuten keine klare Antwort geben, wie sie auf diesem Arbeitsmarkt zurechtkommen, dann wird das nicht funktionieren und allein in Bayern haben wir im Moment bei diesen sogenannten, auch schöner Polit-Sprech, atypischen Arbeitsverhältnissen. Dahinter versteckt man sich ja immer gerne. Wenn wir das unseren jungen Leuten zumuten, dann wird unsere Gesellschaft eben nicht zusammenfinden. Aber wir brauchen eine geschlossene Gesellschaft, eine Gemeinsamkeit, eine Solidarität. Weil sonst funktioniert das mit der Demokratie eben nicht. Und wenn mir Frau Müller gestern auf dem Deutschen Gewerkschaftsbund bei dieser Tagung den Gewerkschaften und mir sagt, wir reden nicht über befristete Verhältnisse, weil das ist schon okay, das seien Brücken in der Arbeitswelt. Mein lieber Mann, so können wir nicht mit den Menschen in unserem Land umgehen. Das funktioniert nicht. Und warum wollen wir genau dieses Thema nochmal diskutieren? Weil die Union keine Antwort gibt. Sie muss diesen jungen Menschen eine Antwort geben. Und wenn die lautet eine Brücke, dann ist das für uns nicht akzeptabel. Deswegen werden diese Gespräche extrem kompliziert werden, nächste Woche. Und es gibt noch einen Punkt. Hanna, die 18 ist, ist jetzt fertig geworden und ist bombenstolz in die gesetzliche Krankenkasse rein. Ich sage jetzt nicht welche, ist aber eine gute. Hat sich die Karte geholt und hat gesagt, Mama, also so ungefähr, tschüss Mama, alles klar, ich mache es alleine. Und die ist zum Arzt gegangen. Und die hat jetzt nicht übers Wartezimmer gejammert, dass irgendjemand schneller drankommt oder sonstiges, sondern die hat etwas verschrieben bekommen und geht in die Apotheke und muss das Mittel selber zahlen, weil es diese Karte nicht hergibt. Und die kommt nach Hause und jetzt wollte sie zum Augenarzt. Und dann hat sie eine Frage gestellt bekommen, die habe ich ihr vorher nicht gesagt. Ich wollte sie nicht irgendwie in Schwierigkeiten bringen, gedanklich. Aber wissen Sie was, natürlich ja als erstes die Frage gestellt wurde, sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Und der Termin, und die hat was auf dem Auge, womit sie sich nicht wohlfühlt, der Termin ist am 13. März. Ich habe gesagt, geh einfach hin am Montag, setz dich rein, steh nicht wieder auf. Anders geht's nicht. Und
bei allen Schwierigkeiten in der Debatte um diese sogenannte Zweiklassenmedizin, ja, das ist nicht einfach zu durchdiskutieren und es ist auch nicht einfach, den Weg zu beschreiben. Aber einfach zu sagen, wir lassen das so, weil das ist doch alles ganz gut, so wie es die Union macht, das geht nicht, weil es unsere Gesellschaft wieder auseinanderbringt. Und wir müssen sie zusammenschließen, wenn wir die Extreme nicht hochkommen lassen wollen. Darum geht es doch. Und deswegen werden wir auch dieses Thema nochmal diskutieren. Und wir werden in aller Sachlichkeit noch ein weiteres Thema diskutieren. Das ist der sogenannte Familiennachzug bei Flüchtlingen. Das ist ein Thema, wo sich, und jetzt sage ich ganz vornehm wieder, der bayerische Teil der Union sehr, sehr merkwürdig benimmt in meinen Augen. Ich beschreibe Ihnen mal die Realität. Wenn unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder Väter oder Mütter hier alleine ankommen und ihre Kernfamilie, Mann, Frau oder Kind, mehr nicht, in dem Land zurücklassen, wo sie herkommen, dann besteht ein inneres Bedürfnis, die Familie wieder zusammenzubekommen. Ich glaube, dieses Bedürfnis kann jeder von uns teilen. Die Vertretungen im Ausland, die Deutschen, schaffen pro Jahr 40.000 Anträge zu bearbeiten, Visa-Anträge. Und wissen Sie, was der größte Teil dieser Anträge, welche Menschen das betrifft, die mit der sogenannten Genfer Flüchtlingskonvention kommen? Und in diesem Sondierungspapier, das ist eine kleine Anmerkung in Richtung Union, steht übrigens klipp und klar drin, das Asylrecht und die Genfer Flüchtlingskonvention bleiben unangetastet. Das ist ein Menschenrecht. Und übrigens schließt das aus, dass es eine Begrenzung gibt. Das Unwort nehme ich überhaupt nicht in den Mund. Es gibt keine Begrenzung für diese Menschen. Über das Steuerungsinstrument, über das ich bereits gesprochen hatte, Einwanderungsgesetz, über europäische Kontingente, darüber werden wir alles reden müssen und Steuerung vornehmen, natürlich. Aber wir können nicht Menschenrechte beschneiden. Und bei dem Familiennachzug ist der größte Teil der Menschen, die Anträge stellen, über die Genfer Flüchtlingskonvention gekommen. Über die jetzt so heftigst hergezogen wird, sind die sogenannten Subsidiärgeschützten. Hauptsächlich Afghanen und Syrer. Das ist ein ganz kleiner Teil an Menschen, die das betrifft. Die durften in den letzten 2 Jahren keine Anträge stellen. Hier gebe ich wirklich zu bedenken, ob das übrigens für die Integration sinnvoll ist. Weil Menschen, die hier ankommen, ohne Familie, da frage ich mich, ob die Bereitschaft, sich tatsächlich zu integrieren in der Form, wie wir es uns wünschen, ohne Familie, in dieser Unsicherheit, halte ich für sehr, sehr bedenklich. Ja? Das heißt, wir reden darüber, dass werden im Jahr in etwa 20.000 Menschen sein, die kommen würden, Kernfamilien. Da hat der bayerische Teil der Union jetzt darauf bestanden, dass das maximal 12.000 Menschen sein dürfen von diesem Anteil. Wir würden uns einen größeren Anteil vorstellen. Das kann sein, dass das einer der Kompromisse sein wird, aber das wollen wir nochmal besprechen. Aber wir wollen über etwas noch ganz anderes reden. Die CSU möchte nicht, dass die sogenannte Härtefallregel noch angewandt werden darf. Die Härtefallregel wird aber von Gerichten normalerweise auch entschieden am Ende. Und Sie haben vor kurzem auch den Fall gelesen, wo ein Junge seine Mutter gerne bei sich haben wollte und die Gerichte gesagt haben, gegen den Entscheid Bayerns, der hat ein Recht drauf, dass seine Mutter zu ihm kommt. Und ich glaube, wir sollten uns einfach bewusst machen, wir reden beim Familiennachzug auch oft über Kinder, die mitten im Krieg stehen, die da stehen bleiben, weil wir sagen, nö, ihr dürft nicht. Und hier will ich eine Debatte nur, jenseits von Zahlen und allem. Jeder für sich muss klären und insbesondere die Christliche Union, was ist denn der christliche Familienbegriff? Gilt er wirklich nur für deutsche Familien oder gilt er auch für Familien, die nicht aus Deutschland sind? Ich sage Ihnen auch, warum ich das geklärt haben will. Wenn wir nämlich die Debatten über Familienarmut, Kinderarmut führen, dann wird ganz oft, oder insbesondere die schärfste Debatte, die wir auch führen, ist ja oft im Landtag über das Betreuungsgeld. Das Geld, was bezahlt wird, damit Eltern ihre Kinder nicht in eine staatliche Kita geben. Das wird ihnen bezahlt.
Und dann wird immer gesagt, ja, die christliche Familie und so weiter. Also man muss schon irgendwann mal definieren, was ist christliche Familie. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Übrigens, beim Betreuungsgeld neige ich nicht dazu zu sagen, geht gar nicht. Es geht im Moment nicht. Wenn wir eine solche Nachfrage nach Kinderbetreuung haben, wie im Moment in unserem Land, dann ist nicht der Zeitpunkt, das Geld in Betreuungsgeld zu setzen. Schweden, ich erzähle Ihnen gleich, wie Schweden das nämlich macht, weil Schweden wird auch immer angeführt. Sondern es ist die Zeit, das in die Kitas zu investieren, weil wir eine hohe Qualität brauchen. Weil die Erzieherinnen und Erzieher nicht so bezahlt sind, wie sie es eigentlich müssten. Und deswegen müssen wir darüber reden, wie wir mit Familie umgehen. Und das ist etwas, wo ich eine Antwort der Union erwarte. Und das wird sich auch in der nächsten Woche noch ergeben. Nachdem Sie jetzt schon eine ganz schöne Weile da hinten stehen, da, ich hoffe, das ist noch okay für Sie, würde ich Ihnen aber noch ganz gerne einen wichtigen Punkt ausführen, jenseits von Sondierung, Koalitionsverhandlungen. Worauf basiert das alles, wenn man miteinander redet? Das basiert auf Vertrauen. Wenn verschiedene Parteien zusammengehen, müssen die sich, wenn sie in eine gemeinsame Arbeit hineingehen, vertrauen. Ob jetzt die beiden Schwesterparteien sich vertrauen, CSU und CDU, das möchte ich jetzt für Sie nicht erläutern, aber ich kann Ihnen sagen, was ich da bei den Sondierungsgesprächen zum Teil erlebt habe. Also ich gehe mit meinem Bruder besser um, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber der Punkt ist der, wie geht man miteinander um? Und da wird ein Stil notwendig sein. Und das ist das, was für uns in der Landtagswahl ganz maßgeblich ist. Ein Stil, der beruht auf Ernsthaftigkeit, auf Sachlichkeit und Ruhe. Weil anders funktioniert das nicht. Die Menschen erwarten nicht nur von Kommunalpolitikern, dass sie ihm zuhören, sondern dass sie ganz sachlich herangehen. Und ich erinnere mich noch an mein Kommunalparlament. Wenn wir uns da so benommen hätten, wie es zum Teil seitens der Union, auch in den Sondierungsgesprächen und davor geschehen ist, das würde nie funktionieren. Und die Menschen sagen, hört endlich auf, und das ist richtig so, euch gegenseitig permanent eine drüber zu ziehen, das geht nicht. Und das adressiere ich klipp und klar an Herrn Dobrindt und an Herrn Scheuer. Ich erwarte Respekt. Weil wenn wir in die Zukunft gehen, werden auch solche Entscheidungen, wie sie der Bundeslandwirtschaftsminister im Herbst getroffen hat, zum Glyphosat, Sie kennen das, ist ein Allround-Herbizid. Ich bin Biologin, ich kann Ihnen sagen, wenn ein Gift wie Glyphosat unter dem Verdacht steht, krebserregend zu sein, es zwar noch nicht belegt ist, gibt es aber einen Begriff und der lautet vorsorgender Sozialstaat. Für mich bedeutet vorsorgender Sozialstaat, dass ein Krebs unter Verdacht stehendes Herbizid, Pflanzengift, nicht in den Markt in Deutschland kommen darf. Und der Landwirtschaftsminister, hat sich aber entschieden, dass in der EU gegen Vereinbarung mit der Bundesumweltministerin von der SPD dem zuzustimmen. Das führt übrigens dazu im Sondierungspapier, dass dort drin steht, wir werden das national verbieten. Das ist übrigens etwas, was die SPD auch durchgesetzt hat. Was mich da jetzt ein bisschen schmunzeln lässt, wenn ich jetzt wieder nach Bayern gucke, Herr Söder hat jetzt erklärt, Bayern wird es noch schneller verbieten als Deutschland. Ja, da lachen Sie. Ich meine, das ist wirklich eigentlich ganz süß. Warum? Weil das rechtlich gar nicht geht. Aber egal. Ich sage jetzt nur mal, Sie sehen, was ich damit meine, auch mit Stil. Es muss nicht immer sein, dass man andere Bundesländer oder sowas kleiner macht, nur weil man selber stark ist. Und wir sind stark als Bayerinnen und Bayern. Und Sie glauben gar nicht, wie ich mich mit dem stellvertretenden Bundesvize beworben habe im Dezember, war es für mich ein unheimlich schönes Erlebnis. Ich habe eine Rede gehalten und mir ist nicht aufgefallen, dass ich in meiner Bewerbungsrede 18 Mal Bayern gesagt habe. Das stimmt. Die Nordrhein-Westfalen haben sich gefragt, was macht die denn da oben? Dass die so oft Bayern sagt. Ja, wir haben schon ein Selbstverständnis und das ist auch gut so. Wir alle miteinander, Aschaffenburg, Oberbayern, Niederbayern, wurscht woher, wir gehören tatsächlich zusammen und wir können eine Menge. Aber diese Menge müssen wir gemeinsam einsetzen und nicht gegen andere, sondern mit anderen. Und deswegen auch in den Koalitionsverhandlungen, es geht um die Interessen aller Menschen, aber es geht vor allen Dingen um die Interessen von Bund, Land und Kommune, egal wo die sind. Und das wird
eine Voraussetzung sein für die nächste Woche, auch für mich, wenn ich in die Gespräche gehe. Und meine Bitte zum Abschluss an Sie ist folgende. Nehmen Sie sich die Zeit, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen den politischen Diskussionen genau zu folgen. Schauen Sie sich die Papiere an, die auch immer wieder auf den verschiedenen Homepages sind. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Lesen Sie sich die Kommentare der Zeitungen ruhig durch. Aber bilden Sie sich genau Ihre Meinung über das, was dort diskutiert wird. Weil das sind die Themen, die Sie direkt berühren. Und wenn Sie glauben, einfach mal irgendwas nicht zu verstehen, weil da wieder Politsprech drin ist und Begriffe wie Systemrelevanz, Entgeltgleichheit, Eurobonds, versteht kein Mensch. Deswegen ist übrigens Politik auch so wahnsinnig weit weg von Leuten zum Teil. Ich sage immer, redet doch mal einfach wieder heim, damit es jeder versteht. Aber wenn Sie was nicht verstehen, rufen Sie einfach an, bei der Martina, bei mir, wo Sie wollen. Wir diskutieren, jetzt habe ich dir was eingebrockt. Aber ich meine das ganz, ganz ernst. Nehmen Sie uns, wie wir sind. Wir sind da, wir sind ansprechbar. Und wenn ich nicht gleich Zeit habe, dann versuchen wir es alle im Team zu beantworten. Aber wägen Sie für sich selbst ab. Und genau das werden jetzt die SPD-Mitglieder auch tun. Und die SPD-Mitglieder werden am Schluss ein Votum abgeben. Und jenseits des Votums oder nicht, überlegen Sie sich auch Folgendes. Ob Sie sich nicht vorstellen können, in Zukunft auch in einer demokratischen Partei mitzumachen. Für die Themen lohnt sich's allemal. Herzlichen Dank. Machst du das Mikrofon, liebe Natascha? Herzlichen Dank. Und für dich, damit noch ein bisschen Würze reinkommt, das ist von einem ganz bekannten Sommelier hier in Aschaffenburg. Nicht Aschaffenburg, Sommelier. Ein bekannter Koch mit Gewürzen und ein kleiner Blumengruß. Vielen Dank, Natascha. Ja. Meine Damen und Herren, es ist mir noch ein ganz besonderes Anliegen, Danke zu sagen. Danke an all unsere Mitglieder, an die Partei, die alles mittragen, für das engagierte Miteinander und Füreinander in unserer Region, in unserer Stadt, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister Jürgen Herzing, in der Stadtratsfraktion Wolfgang Giegerich, in der Kreistagsfraktion Wolfgang Jehn, die Kreisvorsitzende Anita Päfgen-Dreikorn, an Manuel Michniok, und ich wünsche Ihnen alles Gute für das Jahr 2018. Jetzt noch einen schönen Nachmittag mit guten Gesprächen, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder irgendwo begegnen. Vielen Dank. Applaus